Hallo Leute, heute machen wir mal wieder ein Reaction-Video, weil ihr das jedes Mal so feiert. Und heute geht es um einen Horrorfilm, Wolf at the Door. Der ist vor einer Woche rausgekommen, hat aber nicht viel Zeit. Und jetzt habe ich mir gedacht, komm, machst du da mal eine Trailer-Reaction zu. Und wie die so ausfällt, das weiß ich selbst noch nicht. Ich bin recht gespannt. Ich habe mal ganz kurz reingeguckt, die ersten 10 Minütchen. Und der sieht schon besser aus als den letzten Trailer, den wir uns angeguckt haben. Und deshalb bin ich mal gespannt. Und ich würde sagen, let's go. Du musst nicht gehen, Abs. Bleib doch, hier ist viel Platz. Und was dann? Wer weiß, ist das nicht das Aufregende am Leben? Ich will nicht allein sein, wenn sie abreist. Hallo? Was war das? Das war der Trailer zu Wolves at the Door. Ich muss sagen, eigentlich sieht der Trailer ganz gut aus, beziehungsweise der Film recht gut aus. Das ist ein Warner Brothers, also von Warner Brothers Studios. Sieht ganz nett aus so. Bisher hat der Film mich noch nicht so bekommen von irgendwie krassen Jumpscares oder irgendwie so. Also der versucht hoffentlich im ersten Trailer noch ein bisschen langsamer ranzugehen. Ich hoffe aber, dass der Film insgesamt ein richtig guter werden könnte, weil, kurz gesagt, worum geht es? Es geht um eine Familie oder beziehungsweise eine Gruppe, die in ein Haus zieht, beziehungsweise vielleicht auch in einem Haus schon vorher wohnen. Und da kommt nachts plötzlich etwas ganz Besonderes daher. Ich weiß gar nicht, ob es Menschen sind. Sind es Dämonen? Da müsste ich mich mal durchlesen, ob es da vielleicht sogar schon eine Zusammenfassung zum Film gibt. Bisher weiß ich das nicht. Der Trailer sieht eigentlich recht ganz spannend aus. Es könnte gruselig werden, es könnte aber auch gleichzeitig irgendwie splatter absurd werden, weil wir haben einen Hammer gesehen, wir haben ziemlich viel Blut gesehen, wir haben Blut an den Wänden gesehen, wo mit Blut was dran geschrieben wurde. Es könnte recht zwar Thriller-Horror-mäßig mit wirklich irgendwie so Atmosphäre werden, dass man irgendwie Angst hat, dass was um die Ecke kommt, Jumpscare-mäßig, oder es könnte auch wirklich der brutale Horror werden, dass einfach wirklich Hammer, irgendwelche Köpfe eingeschlagen werden. Ich weiß noch gar nicht, wo der Film hingeht, und da bin ich recht gespannt, was das sein könnte. Also ist es eher ein Thriller-Horror, ist es irgendwie wirklich kompletter Horror-Splatter? Was sagt ihr dazu? In welche Kategorie ordnet ihr denn nach dem Trailer ein? Ich bin mir da nicht genau sicher. Wir haben viel Blut gesehen, wir haben auch gleichzeitig ein paar Momente gehabt, wo der Film versucht wenigstens hier ein bisschen Gänsehaut rauszukitzeln. Das klappt aber meiner Meinung nach nicht ganz. Daher kein Film, wo ich sage, wow, da habe ich echt Angst gehabt. Ich hoffe aber, dass der zweite Trailer, beziehungsweise wenn es irgendwie noch kleine Zwischensequenzen zu dem Film gibt, also Zwischenclips, dann, dass die besser werden oder gruseliger, dann könnte der Film richtig gut werden. Bisher hat er mich noch nicht begeistert. Ich muss aber sagen, es ist in Ordnung. Ich behalte ihn im Auge. Da hätte ich auf jeden Fall Bock, mir einen weiteren Trailer anzuschauen. In welche Kategorie ordnet ihr den? Ordnet ihr den in den Thriller? In den Horror, wirklich einen Horrorfilm, wo ihr sagt, da hat man Angst? Oder ist es eher so das Splatter-Horror, wo es um Ekel geht? Was sagt ihr? Eure Meinung interessiert mich, ab in die Kommentare. Und damit bin ich mit der Trailer-Reaction durch. Und jetzt machen wir es mal. Bei 7 Likes auf dieser Trailer-Reaction gibt es die nächste. Und zwar dürft ihr auch in die Kommentare reinschreiben, welche Reaction ich denn zu welchem Trailer machen soll. Also, welchen Trailer möchtet ihr gerne sehen, die neu rauskommen? Wenn das nächste Woche ist, dann schreibt es hier unter das Video. Dann werde ich dazu was aufnehmen. Am liebsten sind mir natürlich Horrorfilme, also Horror-Trailer. Die kitzeln dann so ein bisschen was heraus, wenn ihr natürlich irgendwas zu Spider-Man Homecoming oder sowas haben möchtet, dann könnt ihr das natürlich auch reinschreiben. Ich werde da alles Mögliche berücksichtigen. Damit bin ich durch. Ich hoffe, ich habe nicht zu schnell geredet. Ich habe ein bisschen Zeitdruck. Deshalb, das war die Reaction. Ich wünsche euch noch eine schöne Kinowoche und wir sehen uns. Und bis dahin, haut rein.
is number one.